Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 2 Special Edition LeChuck's Revenge. Wir sind hier immer noch bei der Mad Monkey und müssen den Affenkopf hochholen. Gucken wir uns doch erstmal an. It looks really heavy. Ja, wie kriegen wir den denn da ab? Mit der Schaufel abhauen? I can't dig that, Daddy. Na dann nicht, mit dem Messer ab. Hacken? My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Okay, ein Stock wird wohl auch nicht. That doesn't seem to work. Säge. I don't think I should cut that. Okay, mit dem verstärkten Ruder abkloppen. I don't think that needs a paddling. Ah, dann eben nicht. Ach, der Hammer bestimmt. I don't think I should hammer that. Ja, soll ich es einfach nehmen oder was? Hä? Was? Und jetzt? Wohin damit? ja, genau, Geilbrot. Genau das. Ja, ich habe natürlich wie immer vergessen, dass es Adventure-Regeln gibt. Alles passt in die Taschen, außer es passt gerade irgendwie nicht. Was will der Fisch eigentlich von mir? Der war aber süß. Na dann wieder hoch. Sehr elegant, Geilbrot, sehr elegant. I got the monkey head. Well, let's head back to Booty Island. Well, congratulations on your find, Guybrush. Be sure and tell any friends you might have about capsized charters. See you around the turnpike. Yep. Cruises. Und dann gehen wir doch mal zum Antiquitätenhändler zurück und geben ihm unseren tollen Kopf. Ich hoffe, er gibt uns wirklich die Karte. Well, well, well. I didn't think anyone would ever get the Mad Monkey's figurehead. Can I get the map piece now? Sure, it's yours. All right, I got the first map piece. Wie gut ist das denn? Wie geil. Wir haben es, wirklich sicher. Es ist nicht weggeflogen oder sonst was. Yeah. Es geht voran, Leute, es geht voran. Ja. Obwohl, wir haben noch ein bisschen Geld. Ich glaube, ich gucke mich mal um, ob wir sonst noch irgendwelche Sachen kaufen können. I'd like to buy this sign. Sorry, that sign's not for sale. Oh. Well, I guess I could sell it. That'll be 5 pieces of 8. Ja, dann nehmen wir es doch einfach mal mit. Okay, I'll take it. Thank you. Weil irgendwie kann ich mich nämlich daran erinnern, dass... Seht ihr, da hängt... Da ist nämlich ein Haken. Irgendwie konnte man nämlich diesen Papagei ablenken. Da habe ich so Erinnerungen. Und ich denke, mit diesem Papageienfutter, also mit dieser Packung, dürfte das doch gehen. Ah, seht ihr? Das findet er viel toller als den Spiegel. Viel toller. Vielleicht können wir jetzt den Spiegel kaufen. I'd like to buy this mirror. And I'd like to sell it to you. That'll be 15 pieces of 8. Perfekt. Okay, I'll take it. Thank you. Gut. Ja, ich glaube, ansonsten hatte ich eigentlich alle Sachen damals ausprobiert. Nur komischerweise dieses Schild anscheinend damals nicht. Kleinen Bilderrahmen brauchen wir, denke ich mal, nicht. Nee. Piratenhüte, Anker, Vase, Tiki-Lichter. Trauerkranz. Nee, das brauchen wir, glaube ich, alles nicht. Das war's auch schon wieder. Okay, ja. Wir brauchen einen großen Fisch. Einen großen Fisch. Um an die Angel zu kommen. Aber wo kriegen wir das her? Keine Ahnung. Egal. Da fällt mir noch was ein. Wir gehen nochmal zum großen Baum. Weil jetzt haben wir ja ein verstärktes Ruder. Bestimmt kommen wir da jetzt ran. Also, rein. Okay, erstmal die Planke. Die klappt auf jeden Fall. Steigt da drauf? Nein, nein. Nein. Nehmen wir das Ruder mit dem Loch. Und, oh, ich will es doch benutzen. Ah, es tut mir leid, ich verklicke mich gerade ganze Zeit. Nochmal. Genau. Die Planke da rein. Nehmen. Ah, es klappt jetzt endlich. Hier bricht nichts mehr durch. Müssen wir das jetzt den ganzen Weg da hoch machen? That doesn't seem to work. Das dauert ja ewig. Hm, I think I get the idea. Hat das jetzt von sich aus geschnallt? Oh, Gott sei Dank. Puh, ich dachte schon, ich muss das alles selber machen. Habe ich ja Glück gehabt, oder? Können wir da einfach reingucken? There's nothing interesting in there. It's already open. Warum gibt's mir dann die Option, das zu öffnen? Da oben ist ein Teleskop. Ah.
Und was ist hier drin? Hier ist ein Seil. Okay. Was ist das denn? Papierhaufen? Aha. It's hundreds and hundreds of maps. Karten? There are hundreds of them. Even if one were a piece of the map to Big Whoop, I'd never be able to find it. Toll. Warum sind hier ein Haufen von Karten? Was? Wozu? Aber da oben ist ein Teleskop. Ist mir auch egal. Nehmen wir das einfach mal an uns. Wozu auch immer wir ein Teleskop gebrauchen können. Nice. Egal. Gut, ich glaube, das war's auch schon wieder. Hier zumindest. Ja. Dann brauche ich jetzt trotzdem immer noch einen Fisch. Da wir nicht mal eine Angel haben, brauchen wir gar nicht erst versuchen, einen zu fangen. Wo gibt's denn einen großen Fisch? Oder wo gibt's große Fische generell? Im Wasser, ist klar, aber in Küchen, in Restaurants. Also ich habe noch keine Küche gesehen. Doch, auf Skep Island, aber da ist kein Fisch. Da fällt mir noch ein Ort ein, den wir noch nicht besucht haben. Beim Haus der Gouverneurin war doch, da kann man auch um das Haus herumgehen. Irgendwie Seite des Hauses oder so stand da. Probieren wir doch mal das. Vielleicht gibt es hier eine Küche und dort wird rein zufällig ein riesengroßer Fisch zubereitet. Man weiß ja nie. Oh, hier ist ja doch ein bisschen was hinter. Okay, schauen wir uns doch erstmal in Ruhe um. Was sind denn diesen Schachteln? They're empty. No thanks. They reek of fish. Steckender Fisch, It's empty. No thanks. It reeks of fish. Tja. Da würde ja glatt noch die, die eine mit der Ratte würde dazu passen, oder? Die Schachtel? Ich weiß auch nicht, was mit der Schachtel machen sollen. Die hängt da immer noch da hinten armselig in ihrer Schachtel rum. Ich weiß nur nicht, wozu. It's a beat-up metal trash can. Ach, nein, tut mir leid, Leute, habe ich gerade was verwechselt. Natürlich haben wir die Ratte schon längst eingesetzt. Ach, ja. Liegt am Alter. Ja, genau. Gehen wir doch einfach mal da rein. Was gibt's da denn so? Eine Küche, juhu. Und was gibt es hier? Fisch. Dann nehmen wir auch mal einen Fisch. Hey, kitchen staff only. Sorry. Na, Mist. So wird das nicht, so wird das nichts. Ha. Huh. It says, Dear Booty Island Waste Disposal Service. Shh, please don't bang garbage cans. Governor sleeping upstairs. Also scheint es euch echt zu nerven, wenn die Mülltonnen laut sind. Na, das kann ich doch einfach mal machen. Wenn das geht. Hey, what is all the racket? Oh. Don't mess with the governor's cans. Who oh. Do you think you are? Oh Gott, der verfolgt uns. Also mit seinem Hackeball möchte ich nicht in Berührung kommen, um ehrlich zu sein. Schnell weg. Wir müssen schnell noch wieder in die Küche, das ist es. Bevor er zurück ist. Schnell, schnell, Geiber, schnell in die Tür. Noch ist er nicht da. Ja, sieht gut aus. Schnell, nimm den Fisch. Sonst noch was? Nein, sonst sieht alles okay aus. Und raus. Schnell. There you are. Oh. Anyway, like I was saying, lass mal in Ruhe. Good punk. If it's not raccoons, it's teenage vandals. Ist der krank oder so? Er soll uns mal in Ruhe lassen. Hilfe. Weg hier. Ah. Puh. Glück gehabt. Das haben wir anscheinend gerade nochmal so überlebt. Okay. Wir haben einen großen Fisch. Zumindest hoffe ich, dass er groß ist. Ich habe jetzt noch nicht angeschaut. Aber ich glaube, einen anderen Fisch werden wir rein zufällig nicht bekommen. Also probieren wir einfach mal damit, oder? Ja. Wird das heute noch was? Where do you want to go? Mach mir mal einen Spliff, Dreadman. Während wir auf dem Weg sind nach, Fat Island. Deep inside LeChuck's Fortress. LeChuck, sir. I regret to report that Guybrush has found one of the map pieces to Big Whoop. You will regret it a lot more if he finds another. Stop him at any cost. But remember, I want him alive. Yes, sir. Warum ist er so am Hinken? Creep. Also wenn Largo den einen Creep nennt, ja, dann ist schon was Krasses dran. Ach ja, ich glaube, wir schauen den Fisch erstmal in Ruhe an.
Obwohl, jetzt sind wir auch klar. What? Sure is big. Na also, probieren wir's mal. Wow! This is the biggest... it's almost as big as the Leviathan I just hauled in. Really? Where is this Leviathan? I think you're lying. Yeah, you're right. It was just a fish story. I guess you win. Yeah. Here, take the pole. Super! Wir haben unsere Angelroute. Juhu! It is a nice pole. Sehr gut. Mir tut es schon fast schon leid um den Fischer, oder? Ich meine, hey, was macht ein Fischer jetzt in diesem Spiel? Er war ein Fischer. Was soll er jetzt schon groß machen? Mir egal, ich hab sie gebraucht. Where do you want to go? Wo ich hin will? Ab nach Ganja Land. Genau. Irgendwie habe ich gerade die Melodie von Indiana Jones im Kopf. Muss ich mal wieder anschauen, die Filme. Lange nicht mehr. Ja, wird echt mal Zeit. Also, schauen wir wieder runter. Benutzen die Angel mit der Karte. Genau. Na los, Guybrush. Angel dich zum Glück. Jawohl, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Das hätten wir sicher... Nein, nein, Möwe, geh weg. Nein, nein. Das ist doch ein Witz. Und wo fliegt der jetzt hin? In dieses Baumhaus? Dang. Oh, nee, ne? Nein, nein. Sagt nichts. Ich wette mit euch, dieses Kartenstück liegt jetzt mitten in diesem Kartenhaufen, bei dem ich vorher nicht wusste, wozu der im Spiel ist. Fuck. Ja, was mache ich jetzt? Wie soll ich dieses Kartenstück da drin finden? Ich hange mich da jetzt gar nicht erst hoch. Ich wette, die ist da drin. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Der Einzige, der das finden könnte, wäre der Hund, oder? Guybrush, der Hund. Ich meine, der schnüffelt ja alles, was der Gouverneurin gehört. Aber wie soll ich den denn, in Anführungsstrichen, mitnehmen? Also, ich wüsste nicht wie. Kann ich einfach nehmen? Okay, Dog. You're coming with me. Was? Nein! Guybrush, ey. Okay, du hast aber auch echt 1000 Sachen in deinen Taschen, kann's sein. Oh, what a cute little thing. Unglaublich. Unglaublich, Guybrush. Manchmal bist du echt zu irgendwas zu gebrauchen. Nicht ganz realistisch, aber hey, du bist Guybrush Threepwood, du darfst das. Okay, also gehen wir wieder zum Baum und holen uns hoffentlich jetzt endlich unser Kartenstück. Ich meine, das ist ja schon einmal quer um die ganze Insel. Eigentlich wie ein V. Ein V auf der Insel gemalt. Heißt das was? Besonderes? Nicht nehmen, benutzen. Vielleicht macht das jetzt von sich aus komplett. Ja. Liebesprogramm, sehr liebes Programm. Dann gehen wir hier wieder rein. Du haust erstmal schön ab. That's the bird that stole my map. No way. He looks like he bites. Drück den mal weg. No way. He looks like he bites. Vielleicht verscheucht der Hund ihn von sich aus schon. It's crazy, but it just might work. Whoa. Hello, little Guybrush. Yeah. Boy. Run along home now. Was? Now that's a good dog. Yeah, now I got two map sections. Ja. Juhu. Super, es geht sowas von voran. Und ob es beim nächsten Mal auch weiterhin so gut vorangeht, erfahrt ihr dann auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Monkey Island 2 Special Edition LeChuck's Revenge. Mein Name ist Alex. Bis dann.